Game of Switzerland wird Ihnen präsentiert von Mido und der Multifort TV Big Date. Liebe Teams, hier ist er also, der grosse Finaltag. Er wird huere krass. Die letzte Nacht war recht unruhig. Ich habe nicht gut geschlafen. Es geht aber auch um einiges. Siegerinnen oder Siegerteam gewinnt zwei Multifort TV Big Date Uhren von Mido, wie zum Beispiel die hier. Wow. Ein Gutschein vom E-Mountainbike-Sortiment von Canyon Bicycles inklusive ein passenden Zubehör und ein Reisegutschein von Quoni. Ich runde das Ganze noch auf mit einem grosszügigen Sachgeld. Es ist ein Gesamtwert von 25'000 Franken. Das beste Team kann sich auf tolle Reisevergnügen freuen. Mit zwei neuen E-Mountainbikes vom Direktversender Canyon Bicycles fahren sie mit viel Power auf High-End-Velos über Stock und Stein. Mit einem Akku, den sie nie im Stich lassen. Und mit dem Reisegutschein von Quoni erleben sie die grenzenlose Vielfalt von Reisen auf der ganzen Welt. Das Größte aber, das dürft ihr nicht vergessen, ein Leben lang könnt ihr euch Siegerin oder Sieger vom Game of Switzerland nennen. Ja. Sind wir bereit für den Tag? Ja, eh. Ja, jetzt müssen wir, oder? Wir stehen hier auf einer sogenannten Kontinentalwasserscheide. Also, und folgendermaßen funktioniert die. Achtung, wenn ein Regentropfen auf dieser Seite des Grimsel runterfällt, so, dann versickert er, geht via Aare und Rhein in die Nordsee. Wenn ein Wassertropfen auf dieser Seite des Grimsel am Boden kommt, versickert er, fließt via Rhone ins Mittelmeer. Das ist eine kontinentale Wasserscheide. Im folgenden Spiel geht es darum, wo fließt ein Wassertropfen an. Es gibt noch ganz im Osten der Schweiz, im tiefsten Bündnerland, wenn dort ein Regentropfen am Boden kommt, der fließt ins Schwarze Meer. Aber heute geht es nur Nordsee oder Mittelmeer. Das Spiel geht folgendermaßen. Ich sage euch irgendeine Örtlichkeit, ein Gewässer oder auch ein Bauwerk. Und ihr müsst herausfinden, wenn dort ein Regentropfen runterkommt, fließt er anschliessend ins Mittelmeer oder in die Nordsee. Ihr habt 5 Sekunden Zeit, könnt das aber nicht zusammen machen. Jedes Teammitglied muss das einzeln beantworten mit der entsprechenden Kelle. Die stehen Rücken an Rücken, dürft euch nicht absprechen. Dort haben wir das erste Mal nicht zusammen besprechen und eine Lösung suchen, sondern jede hat selber müssen, ja, die Hirnzelle aktivieren. Wenn beide richtig haben, dann könnt ihr eins von den Fläschchen vorne tun. Wenn jemand oder beide falsch haben, fallen alle Fläschchen wieder zurück und die fangen bei Null an. Das bedeutet, ihr müsst dreimal beide am Stück richtige Antwort haben, dass ihr das Gouvert holen könnt und losgehen. Alles klar? Dann fangen wir mit dem Morgenquiz an. Das erste Gewässer ist Lac de Joux. Es ist die Nordsee. Was hast du? Nordsee. Aletschgletscher. Mittelmeer. Ja. Oh, mega schnell gegangen. Hey, nach 2 Fragen schon 2 Punkte für Team Blau. Matchball. Bivio. Nordsee. Nein, sorry, Simon. Teilweise habe ich einfach geraten. Ja, ich meine 50% Chance, oder? Also. Grimselsee. Nordsee. Das Landwasserviadukt. Es ist die Nordsee. Ja. Okay. Marschball Nummer 2. Saint-Tuxan. Scheiße! Mittelmeer. Scheiße! Sorry! Ja, ihr habt das Messer! Ja, es war wirklich am Grünen. Es war sicher da, am Juli. Ja, wahrscheinlich.
Ich weiß gar nicht mehr, wie viel Mal wir es nicht mehr gebraucht haben. Das verwechselt die dummen Menschen. Das passiert mir doch immer. Das wäre so klar gewesen und irgendwie noch das falsche Schild aufgegeben. Das hat mich wirklich genervt. Ja. Achtung! Trümmelbach-Fell. Nordsee. Wieso? Boschiavo. Mittelmeer. Ja. Es ist 2-2. Die sind gleich auf. Lac de la Gruyère. Nordsee. Ja. Alle haben recht. Das ist blau, das ist gelb. Ein guter Tag. Haben wir einen Autoschlüssel? Ja, wir haben Autoschlüssel. Ja, irgendwie auch Freude gehabt, dass der Tag so stark ist, so gemeinsam. Ja, dass wir miteinander losgehen. Das erste Spiel, genau. Das war irgendwie noch cool. Ja. Einfach irgendwie mal vor denen sein, vor denen zu ihnen. Okay, let's go. Also, du bist hier. Was ist los? Findet den östlichen Eingang dieser Schlucht. Sie liegt östlich des Dorfes, das durch diese Figuren über die Landesgrenzen hinaus Bekanntheit erlangte. Sherlock Holmes, Ara. Also ja. Ja, ist gut. Meidinger. Du kannst mich navigieren. Ja. Ich kann es auch nicht anlassen. Wie sagst du ein bisschen? Alles gut, schön lang. Wieso nicht? Jetzt. Okay. Das macht nichts, wenn sie vorausfahren. Immer Kopf an Kopf. Gestern, Zielankunft so, heute Start wieder so. Nicht mehr wundern, was das für einen Tag gibt. Hey, nochmal. Findet den östlichen Eingang dieser Schlucht. Das ist wahrscheinlich schon die Aare-Schlucht. Wir haben sehr schnell gecheckt, glaube ich, was hergeht. Sehr schnell wieder gesagt, wo wir durch wollen. Und sind darum wahrscheinlich eine Spur schneller abgefahren und dann halt vorausgefahren. Ja. Ja, aber der Vorsprung ist nur hauchdünn. Team Gel klebt ihnen nämlich schon wieder an den Fersen. Ein guter Plan, weil Team Blau, unsere Musterschüler, natürlich einmal mehr Recht haben. Gesucht ist die Aare-Schlucht. Und die liegt eben östlich von Meiringen, wo wegen der Reichenbachfälle als Schauplatz im Sherlock-Holmes-Roman weltbekannt worden ist. Die Aare-Schlucht ist eine der tiefsten und eindrucksvollsten Schluchten in Europa. Ein 200 Meter tiefes und 1,4 Kilometer langes Naturwunder, wo man dank einem Steg komplett durchwandern kann. Es gibt in der Aare-Schlucht zwei Eingänge, das wissen wir. Das ist so, ja. Und ich hätte gemeint, wenn wir hier jetzt kommen, kommt zuerst der Ost. Und wir müssen den östlichen Eingang von dieser Schlucht finden. Den östlichen Eingang. Oh, die können uns einfach nachfahren. Also eigentlich können wir ihnen nachfahren. Ihnen können wir jetzt einfach locker nachfahren, aber entspannen. Wir wissen eh, wo durch. Also, ja. Wir müssen alle Verkehrsregeln respektieren. Wichtig. Und wir haben natürlich auf dieser Passstrasse nicht überholen. Und dann steigen wir aus und zickeln zu diesem Eingang. Wie sich schon wieder gelacht. Ah, ich brauche einen ganz nahen Parkplatz. Ich habe das Gefühl, es muss hier sein. Siehst du irgendwo? Ah, ja, ich sehe es. Parkier doch gerade dort. Gerade hier reinfahren. Ost, Ost, Ost. Eingang Ost. Ja, schau, sie ist schon da. Okay. Abstellen. Handbremse. Das ist knapp. Komm. Ja. Komm. Ja. Los, los, los. Ich bin noch nie so schnell einparkiert. Ja, es wäre ja auch irgendwie um Sekunden blöd gegangen, wenn wir jetzt von vorne fahren, nicht als erstes im Kuvert gewesen wären. Ja, da freuen sie sich. Mal schauen, ob sie das nächste Kuvert auch so locker von der Wand pflücken. Ja, genau. Dort oben hängen die nächsten Hinweise. Ich meine, das ist fast 100 Meter von hier. Jetzt könnte ich Teams einfach hier raufklettern. Das Blöde ist, sie kommen von dieser Seite. Grosszügig wie ich bin, habe ich ihnen einen Brücke gebaut. Einmal einen Teil davon. Leider ist die 35 Meter lange Brücke nicht ganz fertig geworden. Um ans Kuvert auf der anderen Seite zu kommen, müssen Teams also die Stangen, die noch runterhängen, am Drahtseil anmachen. So können sie sich Schritt für Schritt auf die andere Seite kämpfen. Bevor sie das Kuvert aber aufmachen dürfen, müssen sie zuerst wieder den ganzen Weg zurück. Also wir müssen eh beide über, oder? Hey, aber jetzt muss ja einer rechts und links. Also ich weiss es nicht im Fall. Ah, es ist mir schon ein bisschen der Laden oben. Darf ich nicht runterschauen? Oh, fuck, es ist so verdammt. Schau mal, die Dinger, die gewackeln. Nein, bitte nicht. Ich habe wirklich Probleme mit der Höhe.
Fuck. Nein. Spannen wäre noch nicht gewesen. Wie wollen wir da drüber? Da kannst du ja nicht einfach drüber laufen. Das hat ja nichts, was dich heben kannst. Oh, das wird so eine. Scheiße. Oh, los jetzt mal, das macht mich wirklich fertig. Hey, aber ich habe gerade ein bisschen Mühe, gell? Wir können nicht draufstehen, das geht nicht. Nein, niemals, es quackelt auf die Post. Ja, ich echt gedacht, nein, also da fliegst du ja tausendmal runter. Und das ist, es ist ja weit runtergegangen, so eine. Ja. Das ist schon krass. Geht's? Ja. Gut. Ganz ruhig. Geht. Ja, das schaffen wir. Ich schaue eigentlich nicht zu fest runter. Ich war irgendwie erstaunlich ruhig, aber wir haben wirklich noch nie runter gesehen. Ja. Ich schaue gar nicht zu fest runter. Ich schaue einfach gerade durch. Oh, okay. Okay. Also, ein bisschen lassen wir auch runter, oder? Das ist nicht. Nein, aber das wird schon nicht so gehen. Ah! Oh Gott, jetzt wird es schlimm. Schau nicht runter. Leck du mir. Zum Glück haben wir dort noch nicht gewusst, dass das irgendwie, ich hoffe, ich sage es jetzt richtig, 85 Meter das Loch ab ist. Ich glaube, ich liege gerade. Ja, ich gehe. Gut. Super. Geht's da? Ah. Das ist super. Bis jetzt sind die Abstände zwischen diesen Röhren einen halben Meter gewesen. Und dort, wo blau jetzt ist, in der Mitte. Ab dort ist der Abstand ein Meter. Das heisst, sie müssen die Taktik ändern, dass sie weiterkommen. Ah, hure weiss. Ja, sorry, wie willst du da herkommen? Wie komme ich da rüber? Dann denke ich schon, okay, jetzt ist auch der Moment, wo sie weiss, dass man runterfällt. Ja. Wirklich so? Ja. Und dann hatte ich gerade wieder einen Taucher. Dann haben wir sie noch ein bisschen eingeholt. Wirklich? Plötzlich haben sie gesagt, wir sind schon fast gleich auf. Ja. Also das hat auch noch mal geboostet. Ja. Du musst noch ein bisschen vorkommen, du musst auf ein Space vornehmen. Vielleicht sind wir auf ihre Höhe nicht ganz gekommen, haben wir schon gewusst, warum sie also langsamer geworden sind. Ja. Fuck, das war so eine gute Taktik. Ja, das war aber klar. Ich komme doch jetzt hier nicht rüber. Wie soll ich bitte jetzt aus liegend zu sitzend wechseln, wenn, genau, wenn ich nur so blöde Stangen habe? Und super, du bist so gut. Falls sie die hohe Höhenangst haben, ist das für sie klar, das wäre unmöglich zu machen. Also, ich bin echt beeindruckt. Das sollte man so nicht. Das sie nehmen sie so zwischen die Beine. Ah! Was sie jetzt nicht wissen, ist, falls sie würden stürzen würden, haben sie 4 Meter voll, bevor sie das Seil auffangen, weil die Seile nachgeben. Das wissen sie zum Glück nicht. Noch ein bisschen. Jetzt kommt auch Team Gel an die Schlüsselstelle. Kommst du dort vorne? Aha, das wird jetzt schwierig. Ich weiss im Nachhinein nicht mehr, wie als wir auf die gelungene Idee gekommen sind, dass wir quasi mit dem Spagat. Einfach nicht zu lang. Ich probiere es so ein bisschen zusammenzupressen, ist gut. Junge, easy, gell? Weißt du nicht, ob das eine gute Technik ist? Ja, es ist vielleicht komisch rübergekommen, weil es wirklich auch noch lustig war. Ich bin noch nie so in das Seil gegangen. Sie machen so elegant. Ich bin jetzt bei unserer Technik, oder? Teams kommen dem Couvert immer näher. Die einen sitzend, die anderen im Spagat. Also, wie komme ich da jetzt hier wieder drauf? He? Okay. Ich habe mich mega gefreut und bin auch mega stolz, dass du es geschafft hast. Mit deiner Höhenangst. Ja. Ja, aber geschafft ist erst die Hälfte. Die wackeligen 35 Meter müssen sie jetzt zuerst wieder zurück. Wir können, wenn wir dann sind, können wir nachher wieder liegen, genau. Am Anfang. Das ist super. Das ist gut. Jetzt kommen wir schnell mit. Geh auf die Plattform.
Kannst du mir helfen? Ja, sicher. Okay. Super. Was geht's? Ja, hilf. Super. Yes. Schlag ein. Hey, mega gut. Mega gut. Ich bin so stolz. Ja, wirklich. Ich bin so. Ja. Du auch. Ja, wir sind so extrem aus unseren Komfortzonen raus. Jetzt heisst es Tempo machen. Ja. Team Blau zieht ja nämlich völlig davon. Gut. Wir kommen noch. Sind wir wieder bei der Breite? Nicht runterschauen, nur führen, schön hier auf der Seite heben. Scheiße, Mann. Das sind wir keine sicher. Oh mein Gott. Oh Gott, wo wir wieder zurück sind. Also, oh. Ich war so erleichtert, haben wir das geschafft. Und auch so ein bisschen stolz habe ich das gemacht. Gratulation für Ihren Mut. Und das ist etwas Unvergessenes, was du erlebt hast. Das ist abartig. Ich finde, es ist der Wahnsinn. Ich habe mich wirklich. Jetzt machen wir es einfach eins für eins. Super. Es sieht sicher sehr elegant aus. Ja, wir haben einfach versucht, mit den Beinen so weit auseinander, so unvorteilhaft wie möglich, die Beine auseinander zu haben und dann so ein bisschen zu stabilisieren und drüber. Ja, gut. Das ist ein bisschen wie ein Ballett. Ja. Ich bin ja auch mal dehnt heute oben. Ja. Also, dehnt sind wir jetzt. Ja. Yes, das ist die letzte grosse. Ja, das ist perfekt. Komm mal. Jetzt können wir es aufmachen, oder? Ja. Also. Oh. Findet diesen Adler. Er weht direkt neben einem außergewöhnlich schnellen Tiger. Tiger. Könnte schon ein Flugzeug sein. Wo ist der Flugplatz? Schauen wir mal nach vorne. Rennen? Ja. Machen wir noch ein bisschen Zeit mit. Ja, du. Zu der Übermütung merkt auf den letzten Meter. Nein, nein. Thema Höhe können wir jetzt ein Hütchen setzen. Ich dachte, yes, das haben wir jetzt geschafft. Wie krass muss ein Spiel denn eigentlich sein? Ihr seid immer am Lachen. Wirklich? Ich weiss, ihr müsst weiter. Gratulation, danke, ich bin fasziniert von euch. Hey, merci. Danke. Das ist jetzt die Nervenkrise. Wahrscheinlich wieder baden das nächste und so. Ja, ja. Aber wir machen ein bisschen Wasser. Aber Höhe haben wir jetzt abgeschlossen. Shit, zum Glück sind wir mit dem super, beweglich geht es nämlich auch weiter, weil das Auto steht ab sofort nicht mehr zur Verfügung. Entweder rennt man also oder man setzt auf ÖV. Hier gibt es einen Flugplatz, oder? Zunderbach ist der, ja. Zunderbach? Ja. Wo? Fliegen dort die Tigers? Du hast ja gerade wieder gesagt, es ist ein Flüger. Es ist ein also es kann nur ein ja, Tiger, ich wusste, Kampfjet. Tiger ist ein Kampfjet. Unterbach, ich komme. Unterbach? Und Wanderbach, genau. Ja. Und ÖV würde auch fahren, ein Bus oder so? Ja, ja, aber ich kann schon. Also, danke vielmals. Also, bin ich doch gut gsi. Ja. Ja, einmal mehr sind wir gut gsi. Gesucht ist der Militärflugplatz Meiringen. Der tierische Hinweis ist echt ein bisschen fies und ein Knacknuss. Das muss ich zugeben. Auflösung. Der Adler ist das Wappentier von Meiringen. Das sehen wir hier hinten. Und das ist der schnelle Tiger aus dem Hinweis. Mit 1700 Stundenkilometer bedeutend schneller als unsere zwei Teams. In der Zwischenzeit ist der Tiger aber im Ruhestand. Meiringen ist heute die Basis der FA-18-Staffel. Also, das ist irgendein Wappen. Wir laufen fangen. Wir laufen nicht springen. Nein, nicht. Ich ehrlich gesagt noch ein bisschen Mühe mit schon wieder denken. So. Ist er von da? Grüß euch. Grüezi, dürfen wir gerade etwas fragen? Ja, Entschuldigung. Können Sie das Wappen? Seid ihr ein bisschen von hier? Oh, nein, wir sind nicht. Okay, dann sind wir leider gerade weiter. Entschuldigung, merci. Das sind natürlich alles Touristen hier. Grüß euch. Hallo, fahrt ihr nach Unterbach? Nein. Welche müssen wir nehmen? Fahrplan ist nicht einer, der hat 42. Jetzt müssen wir eine Strategie haben, weil Team Gelb ist uns immer sind noch im Ecken. Die 15 Minuten auch wieder da. Dann fahren wir zusammen im Buschi. Ja. Das haben wir nicht wollen. Ja, dürfen wir euch etwas fragen? Ja, was ist das für ein Wappen? Seht euch das etwas? Finden Sie diesen Adler? Hasli-Wappen. Hasli? Flugplatz ist das etwa. Ah, weißt du, natürlich, das ist ein Chat. Was? Ein Tiger, ein Schnell, oder? Ein Chat. Ah, ein Chat! Es ist ein Flugplatz dort. Aha, okay. Checkst du? Wie schnell machen wir 5 Kilometer? 25 Minuten maximal.
Wir haben schon eine knappe Nummer, genau. Aber wir probieren es. Es würde länger. Es könnte länger. Es könnte länger. Und Hasli ist Hasli Berg. Der hat so speziell geredet. Was ist denn das? Wir suchen das Wappen. Ist das Hasli? Ja, das ist der Hasli Adler. Hasli Adler. Heißt das, ist das Hasli Berg? Oder Hasli? Nein, nein, es ist Meiringen. Es gibt ja einen Flugplatz. Es gibt einen Flugplatz. Aus Meiringen? Nein, das ist in Unterbach. Und wie kommen wir am schnellsten zum Flugplatz? Der Bus. Der Bus. Ah, so, schön. Ab dem Bahnhof. Okay, jetzt sind wir aber wirklich sicher. Ja. Jetzt gehen wir zum Flugplatz. Tiger, checkst du? Ja, jetzt check ich. Sorry. Wir sind 28 gefahren. Sind noch nicht los, oder? Sind noch nicht los, nein. Gut. Wir haben wirklich immer so von Haltestelle zu Haltestelle wieder genommen und wieder Zeit geschaut und denkt, oh, jetzt ist 38, jetzt fahren sie ab. Grüß euch! Grüß euch wohl! Geben dir Halter beim Flughafen? Soll ich nachfragen, ob der Tiger fliegen? Nein, es reicht jetzt. Er kommt hier erst 38. Das wäre schön, wenn sie am Joggen wären und wir fahren drauf. Postauto so gemütlich für sie und das jetzt. Gelbe Postautos hätten so gepasst. Oder vorbei und winken dann so raus. Das wäre eigentlich so. So. Wir wollten nicht, dass sie an uns vorbeifahren und winken. Hallo. Es wird knebe. Mit was? Hier kommen sie in 6 Minuten zu dem. Und wer das kommt und wir nicht an einer Haltestation. Ich habe mich also auf die Straße gelegt und gesagt: Stopp, wir steigen jetzt ein. Ja. Ui, wir haben noch Verspätung. Ja. Machst du 2 Minuten? Könnt ihr die auch holen? Wir haben einfach gesehen, oben plus 2 Minuten, plus 3 Minuten. Ich dachte, hey, nein, wir werden irr dort drin. Schneller geht nicht, gell? Aber ihr müsst eben noch 3 Minuten aufholen. Also ich sehe, dass wir sind in Bern sind. Das ist herrlich. Einfach nur, wenn jetzt gesprengt. Was bringt ihr das schon? Ja, das ist schon so. Ja. Uns wird es schon noch etwas bringen heute. Aber... Das zieht sich wie am Morgen, Gottverdammt! Er ist dort das erste grosse Tor gekommen. Noch kein Gouverneur, Scheiße, wir müssen noch weiter säckeln. Wollt ihr einsteigen? Komm, ich helfe dir. Oh, perfekt. Oh, ja, schneller, bitte. Oh. Ich will auch hocken. Oh, weiter geht's. Ich muss fragen. Wo müssen wir jetzt hin? Ja, ich habe keine Ahnung. Jetzt gehen wir einfach mal raus. Wir sind hier. Lacka, wie kein Teig ist. Wir müssen zu dieser Fahne. Und davor ist sie. Komm, wir gehen hier weg. Habt ihr euch schon mal überlegt, was passiert, wenn ein Pilot oder eine Pilotin bewusstlos wird? Ich meine, ich würde einfach übernehmen. So schwierig kann das nicht sein. Ich habe grosse Erfahrung mit Flügen. Meistens auf die Schnurre, aber das kann ich schon. Ich übernehme mal. Los, los! Ja! Nein, steigt beide vorne links und rechts in einen Helikopter ein und schaut euch die Videobotschaft auf dem iPad an. Wenn nötig, macht Notizen. Teams steigen jetzt gerade in einen dieser Helikopter. Auf dem Tablet wird ihnen die nächste Aufgabe erklärt. Teams müssen selber einen Helikopter durch 2 eingekreiste Regionen navigieren und als nächstes Etappenziel fliegen. Richtig gehört, selber fliegen. Wie man einen Helikopter steuert und auf welche Flugregeln man dabei achten muss, wird nur im Film erklärt. Sobald sich Teams bereit fühlen, bringt sie den Fluglehrer in die Luft und übergibt ihnen am Startpunkt nach einer 15-minütigen Übungsphase mit dem Kommando «Your Control» die komplette Steuerung. Muss er aber zwischen dem Start- und Zielkorridor aus Sicherheitsgründen eingreifen, kommen Teams jeweils eine Strafminute über, die sie nach der Landung absitzen müssen. Als wir die Helikopter gesehen haben, da haben wir eigentlich uns zuerst ausgemalt. Wir fliegen irgendwie auf einen Hügel rauf und die laden uns dort aus. Ich mache das raus. Aber nicht das, was gekommen ist. Nein. Nie im Leben. Nie im Leben. Liebes Team, wie ihr gelesen habt, werden wir jetzt gerade mit dem Helikopter zu eurem nächsten Etappenziel fliegen. Dabei seid ihr aber nicht Passagier. Nein. Ihr fliegt euch nämlich selber als nächste Etappenziel. Das heisst, jemand von euch pilotiert und die andere Person tut navigieren. Ums Himmel. Nein, das, also sorry. Wie sollen wir Helikopter fliegen?
Ich werde den Helikopter nachher starten und euch an die Startkoordinaten fliegen. Dann übergebe ich die Steuer jemandem von euch. Jemand sitzt vorne rechts am Steuer und die andere Person sitzt hinten rechts und navigiert. Ich bin jetzt definitiv im falschen Film. Jetzt komme ich. Also, das geht doch nicht. Hört jetzt aufmerksam und konzentriert zu. Weil im Helikopter werde ich euch keine Fragen mehr beantworten und auch nichts mehr erklären. Zuerst zu der Steuerung. Der Helikopter hat im Grundsatz drei verschiedene Steuereinheiten. Mit den Füßen steuert ihr die Pedale. Links, rechts! In der Zwischenzeit ist auch Team Gel angekommen. Und noch voller Vorfreude. Ah, mit einem Helikopter fliegen, der fliegt uns jetzt vielleicht irgendwo an einen schönen Ort. Dabei seid ihr aber nicht Passagier. Nein, ihr fliegt euch nämlich selber als nächste Etappe zu. Und hast du, glaube ich, noch Simulator gesehen? Und ich dachte, ja eh. Also, nein, wir fliegen eh nicht Heli. Also. Mit dem Seitklick, Umgangssprache von Steuerknüppel genannt, kontrolliert ihr die Lage des Helikopters im Raum. Mit der kollektiven Steuerung, kollektiv genannt, beeinflusst ihr die Leistung des Helikopters. Wenn ihr aufzieht, dann steigt der Helikopter. Und wenn ihr abdrückt, reduziert ihr die Leistung und er sinkt. Der Pilot erklärt auch alle Sicherheitsregeln und die Tatsache, dass es Strafminuten gibt, wenn man sie nicht einhaltet. Leck du mich. Ja. Soll ich fliegen, oder? Wenn du dir das zutraust, dann gern, ja. Dann tue ich wieder navigieren. Wer denkt sich das aus, oder? Ja. Ein kompletter Laie fliegt ein Helikopter. Als erstes hebt Team Blau ab. Nur 15 Minuten Zeit haben sie jetzt, um sich an die Steuerung zu gewöhnen. Dann lässt der Pilot alles los und sie müssen selber fliegen. Was willst du? Sagst du, ich will lieber navigieren. Willst du navigieren? Ja. Wirklich? Ja. Ja, dann machen wir es so. Dann wechseln wir. Und ich also denke, okay, hey, es wird jetzt schon eine Challenge. Jetzt sind wir hier so in einem Flugsimulator-Dings innen. Hallo. Ich bin Silvia, im Pilot. Hi Silvia, schön, dass du da bist. Also, wirklich Angst haben. Ich bin dabei. Ich meine, okay. Es kann nichts passieren. Also, fliegen wir wirklich? Hä? Also, wir fliegen? Wir haben jetzt erst eine Viertelstunde Zeit. Das ist nicht wahr. Mal, wo ich euch hier zeige, wie das geht. Also, wir sind nicht einfach hier. Das ist nicht ein Spiel im Sinne von, wir bleiben vom Boden und wir haben hier. Nein, wir können fliegen. Und dann ist wieso klar, hier schreibt, wir fliegen wirklich. Jetzt fliegt man das da auch irgendwie. Also, wenn ich zuerst zeige den Pilot eine Viertelstunde, ja, jetzt zeige ich dir, wie wir hier fliegen. Und irgendwann bei dir kommt er und sagt, nein, du gehst hier nicht. Ich will hier nicht. Hey, es geht jetzt noch 15 Minuten. Ja. Dann musst du das Ding in der Luft irgendwie umfliegen. Zuerst muss jetzt Team Blau das Ding irgendwie umfliegen. Sie nähern sich nämlich am Start. Und übergeht in 3, 2, 1, Your Control. Ah, für mich war der blanke Horror schon wieder. Nein. Also, nicht nur für dich. Also, ich muss hier schon drei Knüppeln, dann die Pedale. Dann soll ich das Federli schauen und dann muss ich noch spüren. Und dann sollte ich aber auch noch vorne schauen. Dann ist es auch für Team Gel soweit. Dann ist es Zeit für Start. Your Control. Dann musst du dich so fest fokussieren und irgendwie. Keine Ahnung, der Schaltknüppel, wie auch immer, du hast einen vorne bei den Füßen. Also, jetzt bleibst du eigentlich gerade. Du siehst ja den Hogger vor dir, jetzt geht der hier rechts vorbei. Ja. Tür, links, links. Traffic. Ja, ich weiß, aber es ist irgendwie in der Mühle, so wie dort. Sorry, sag mir nicht zu, ich möchte es wirklich immer gut, wenn ich etwas abschweife. Gut. Wirklich, sorry, gell? Ich bin probiert. Du bist super. Und kaum bist du irgendwie dran. Du solltest noch schauen, bist du über diesen 1000 Meter, solltest du auch nicht schnell. Ich probiere es. Sorry, sag schnell wie. Sorry. Ich habe Angst gehabt, jetzt versäge ich. Hast du nicht? Mal, aber ich habe wirklich gedacht, ich versäge in der Luft. Und es. Also. Nein. Aber ich weiß nicht, wie ich hochkomme. Das ist so ein Scheiß. Achtung, nicht über 9. Nicht über 9 dort. Ein bisschen Tempo. Oder höher hin zurücknehmen. Aber weißt du, ich sollte auch nicht in die Finger reinfliegen. Fühlen. Jetzt muss ich übernehmen. Du sitzt tief.
das ist für mich so anstrengend. Oh, nicht so fest. So schwierig. Ja, das glaube ich. Ach, so gut. Jetzt gehen wir hier wieder links, links über. Wow, unsere Teams beweisen richtig Nerven und werden mit dem ersten Erfolgserlebnis belohnt. Korridor 1 checked. Okidoki. Jetzt können wir eigentlich gerade um den Hocker herumfliegen, ja, wo wir hier vor uns haben. Oder rechts von uns. Sorry, das ist mein Fehler. Also Team Gelb, Korridor 1 checked. Super, dann haben wir es geschafft. Okay, Lisa. Ich wäre richtig. Ich habe Freude wie ein kleiner Bub, dass wir in unserem Spiel ein Heli-Wettrennen machen. Das ist schon ein bisschen so geil. Unsere Neopiloten haben sich langsam an ihr Fluggerät gewöhnt. Und die anfängliche Angst weicht langsam einen gewissen Stolz. Oh mein Gott, ich fliege Helikopter. Komm, ja, du bist crazy. So. Ja, sehr schön. Wow, schau mal, die ist echt geil. So geil. Du fliegst Helikopter, du bist great. Team Blau hat immer noch einen leichten Vorsprung. Bei dieser ganzen Anspannung nimmt aber die Konzentration langsam ab. Dafür das Zeitstrafenkonto bei beiden zu. Ich bin auch wieder gestorben. Ja. Mein Gott. Ist das dein Penalty? Ja, das hat dann wirklich an dem gescheitert, dass ich wie nicht mehr mögen. Ja, und auch Team Gel mag langsam nicht mehr. Jetzt bin ich einfach nervös. Ruhig, jetzt fliegst du gerade. Brauche ich schnell Geld. Okay, ich habe hingestellt. Ja, mir hat jetzt gedacht, der Pilot hat aber recht spät erst eingegriffen. Okay, ich habe ihn gestellt, dann gibt es mit einer Minute Penalty. Das ist völlig okay. Kein Problem, ich bringe dich wieder in den Fluglage. Nach einem harten Kampf und einigen Strafpunkten ist Team Blau endlich am Ziel. Zielkorridor checked. Time stop. Yeah. Das ist ja super. Oh mein Gott. Zwei Minuten später kann auch Claudia erlöst werden. Der Flug ist überstanden, aber die Spannung die bleibt. Teams müssen warten, bis ihre Zeitstrafe abgelaufen ist. Team Blau hat insgesamt 7 Strafminuten gesammelt. 4 mehr als Team Gel. Ich habe das Gefühl, wir haben, nicht gleich, also wir haben weniger Penalty. Hoffentlich. Penalty-Zeit haben wir abgesessen. Ah, haben wir schon? Yes, ja. Können wir gehen? Das ist eure nächste Aufgabe. Viel Erfolg. Ach, danke. Yes, wir sind mal als Erstes. Kein Schreck. Johnny steht auf dem Drachen. Johnny steht auf dem Drachen, 100 Meter neben dem Esel, findet ihn zu Fuß. Ja, du weißt, was das ist. Du bist auf dem Pilatus. Und ich war auf dem Pilatus. Und der Aussichtspunkt neben Pilatus heisst Esel. Auf dem Hinweis steht, dass ich neben dem Esel, das ist der Gipfel dort oben, auf dem Drachen stehe. Das ist genau hier. Zum Dahin kommen unsere Kandidatinnen und Kandidaten, aber zuerst noch 400 Höhenmeter hinter sich bringen. Wenn sie dann hier ankommen, völlig am Ende und fertig geflucht haben über mich, dann müssen sie aber zuerst noch das alles entscheidende Schlussspiel schaffen. Der Esel ist beim Pilatus. Ja. Es war stimmig. Es ist, es ist so klar. Ja. Wir wissen, wir können jetzt einfach losspringen. Das wird sein. Ja. Okay. Geht's wieder? Ja. Wir gehen so ab und dann wieder einen rauf, ja, oder? Also macht das Sinn? Ja.
Schon, ja, oder? Den Weg dort drauf. Ich bin im ersten Moment froh, dass ich einfach laufen musste. Einfach um das ganze Adrenalin ein abbauen. Abbauen. Aber ich habe das Gefühl, man spürt die letzten Tage in den Beinen. Ja. Es ist wirklich anstrengend. Es tut irgendwie langsam so ein bisschen alles weh, überall. Also, wir können auch nicht alles nur säckeln. Nein, klar nicht. Am Anfang haben wir wirklich gedacht, springen wir noch ein bisschen, ist auch noch gegangen. Mhm. Wir haben gewusst, Team Blau wird nicht lange müssen warten und die werden uns wirklich hinten nachkommen. Mhm. Und es ist schnell. Merci vielmals. Also, schau schnell. Johnny steht auf dem Drachen 100 Meter neben dem Esel, findet ihn zu Fuß. Ich habe irgendeinmal während dem Flug mal gesagt, kurz vor Schluss, hey, das ist der Esel. Habe ich nicht etwas gesagt von Esel, der Berg? Mal, du hast gesagt, jetzt fliegst du auf einen Esel zu oder so etwas. Also, hat, aber nebenan war direkt der Pilatus. Und dann kommt der mit, ja, der Pilatus hat doch einen Drachen. Genau. Logo. Das ist Christ. Ja, go! Aber da ist Pilatus angeschrieben. Gehen wir da. Du hast schon den Stunk. Fuck, Stunk 35. Das ist nicht deine Ernst, oder? Und dort haben wir dann irgendwann recht gemerkt, okay, jetzt müssen wir mal ein bisschen anfangen zu laufen. Es ist einfach recht stutzig drauf. Ja, und dann mussten wir uns dort irgendwie einfach aufkämpfen. Jetzt? Ja, fast nicht, aber bleib dran. Das Kopf an Kopf rennen. Team Blau, stetig. Sie sind uns ein bisschen näher gekommen. Wir haben es irgendwie schon auch ein bisschen erwartet. Ja. Wir hatten die Hoffnung, dass sie sich doch auch bei dem Run quasi von Meiringen zum Flugplatz so verausgabt haben, dass sie nicht mögen. Dass sie nicht mögen, aber sie sind so super. Wirklich. Ja. Team Gell hat unterdessen 400 Höhenmeter geschafft. Die Luft wird dünner. Ja. Irgendwann überholen wir das Team Gelb. Ich habe dann gefunden, dass wir uns noch die Strategie überlegen, weil wir ja noch so einen Freeze-Joker hatten. Und haben aber wie gefunden, bringt er nichts, wenn wir sie überholen. Müssen wir sie nicht eigentlich dort schon aufhalten und können uns das vielleicht noch für das Endgame aufsparen. Ja, die haben Power. Die haben Power in den Beinen, du Leck. Mega gut. Okay. Ja. Ich muss auf meine Wege achten. Die sind sehr krampfnäch. Okay. Aber weiter. Ich hatte nicht Krämpfe gerade, aber ich habe wie gespürt, die sind nah. Also ich habe gespürt, es passiert etwas in meinen Wädli. Und ich kenne das ja von diesen Bergläufen, das immer mal wieder. Und ich muss einfach schauen, wie ich meine Schritte mache. Ihr seid 7 Siege. Und ihr wisst, es wartet noch das letzte Spiel, der Gipfelstürmer. Kennen wir doch schon. In unserem Finalspiel müssen unsere Teams die Metallkugeln zwischen den Löchern durch bis ganz oben transportieren. Wenn die Kugel in ein Loch geht, müssen sie wieder ganz unten anfangen. Ein Teammitglied zieht am linken und das andere am rechten Seil. So können sie den Zugbalken nach oben führen. Wer als erstes seine Kugel im obersten Loch kann versenken kann, gewinnt das Game of Switzerland. Also gehst du mal ein bisschen rauf. Gut, jetzt gehe ich. Langsam. Rauf. Okay. Stell dir vor, über den Wasser drücken. Ja. Achtung, steigen! Dann holen wir jetzt Claudia. Oh, wir haben es geschafft. Ja. Oh, ja. Oh, wir sind 7 Siechine. Wahnsinnig! Und ihr wisst, Schlussspiel. Gipfelstürmerinnen
heute noch so richtige knifflige, nervenaufreibende Aufgabe zum Schluss. Dort hatte ich schnell ein bisschen Mühe. Ja. Ja. Jetzt kann ich etwas mehr. Du, mehr. Du? Ja. Am Anfang hatte ich wirklich Mühe. Aber du musst zuerst wieder ein Gespür bekommen für die Fäden und den Balken und die Kugeln. Sehr gut. Ich muss zuerst ein Gespür bekommen. Ja. Gut. Sehr gut. Sind wir auf? Gut. Es hat nicht so geflaut. Ja. Wirklich nicht. Es ist einfach nicht so gelaufen. Ja. Soll ich dann runter? Oder was soll ich? Ich check's nicht. Das Spiel unterschätzt man ja wahnsinnig. Ich habe das probiert und nach einer Viertelstunde bin ich dermassen hässig gsi, dass ich wieder aufgehört habe. Es braucht so Geduld, aber ich bin ganz entspannt dran gegangen. Die haben seit 3 Tagen, Tag und Nacht, Krampfen gesäckelt. Wenn wir probieren, mega schnell gerade. Aber nicht auch hure schnell. Also, das war hure schnell. Also gut. Ziehe. Ja. Gut. Gut, stopp. Können wir durchschnaufen? Ja, wir können durch. Du, so weit sind wir noch nie gewesen. Hey. Ich bin im Ziehen, gell? Ja. Sie muss ja noch ein bisschen mehr rechts kommen. Aber sie kommt dann hure schnell runter. Nein, jetzt. Beruhig dich bitte, beruhig dich. Aber sie kann nicht mehr. Recht ist für mich zu dir. Ja. Und das wäre ja falsch. Weil dann geht sie in das Riesenloch. Es muss ja nur mit ganz wenig nach rechts. Merkt man es zuhause? Es ist am Weihnachten. Und trotzdem ist es erstmals als Team Blau der erste Drittel geschafft. Toll, toll. Du musst ein bisschen kommen. Nein! Und als ich es bei Ihnen nebenan höre, Polen, haben sich schon ein bisschen gefreut. Okay, ich ziehe ein bisschen. Ja, ich ziehe. Wow, ein bisschen ab. Ja, aber. Noch ein bisschen. Ja, langsam. Gut, gerade bleiben. Ich muss schnell hängen. Ja, ich gehe. Spannend. Gut, jetzt. Gut, ich ziehe ein bisschen. Gut. Ziehe, es ist so ernüchternd. Du hast es mal ein bisschen bis in die Mitte geschafft und dann fährst du wieder bei Null an, bist wieder 5 Mal und kommst nicht aufs erste Loch. Komm. Oh, wow. Okay, aber so wäre sie jetzt wunderschön perfekt, oder? Wenn sie sich nicht bewegt, können wir einfach gerade rauf. Ja, ich bin schon wieder im Strich. Knapp. Wenn sie nur etwas links geht, dann geht sie rein. Dann geht sie rein. Aber das könnte länger, wenn du höher oben bleibst. Okay, stopp. Komm mal. Achtung, Claudia. Claudia. Soll ich freezen? Warte. Willst du freezen? Ja. Bleib du bitte einfach. Halt du fest. Ist gut. Halt du fest. Ja, aber du fest. Mach nichts. Sorry, ich muss mich freezen. Das ist brutal. Die können sich nicht ein Mühe bewegen, 5 Minuten, sonst fallen sie jetzt runter. Und sie sind mega hoch. Und Gell ist unter Druck. Sie haben genau 5 Minuten Zeit, dass sie so hoch raufkommen. Ei. Ganz ehrlich, es hat sich echt nicht gut angefühlt. Ich habe mich mega schlecht gefühlt. Es tut uns auch wirklich leid. Wir hätten es wahrscheinlich genau gleich gemacht, oder? Aber innerlich hat es mich verjagt. Ich dachte, nein. Ich habe mich so gerne die ganze Zeit, aber jetzt hasse ich euch. Also, wir nehmen uns jetzt einfach Zeit. Wir machen es gleich. Wir können das. Ich gehe etwas schneller. Jetzt ziehe ich etwas mehr. Ausbalancieren. Aus. Komm, Schatz, muss ich ein bisschen Gas geben. Ja, ich weiß. Wir drücken den Passer. Ist gut. Bevor er kommt, ziehen wir einfach sehr schnell. Gang noch ein bisschen. Stopp. Ja. Ausbalancieren. Ja, super. Jetzt können wir rauf. Gang noch ein bisschen rauf. Okay, blau kann wieder. Kopf an Kopf. Also, wir gehen bis zur Einbuchtung. 3, 2, 1, langsam rauf. Komm. Ah.
Wollen wir einfach sehr schnell hochgehen? Nein, jetzt bleiben wir hier. Ich gehe. Sie ich mache nichts. Grad. Komm mit. Ich bin dran, im Fall. Mhm. Jetzt kommt die Einbuchtung. Komm rauf! Auf! Ja! Und über! Wieso geht es jetzt nicht? Wie? Komm rauf! Nein! Und über! Was muss ich machen? Rauf! Nein, ich bin wirklich einfach überwältigt von dem Gefühl und neben noch das Feuerwerk und alle kommen und so aus den Tränen abgelaufen vor einer Erleichterung, dass es jetzt geschafft ist. Es ist so viele Emotionen in diesem Moment, so ja. Krass, boah. Mir hat es recht berührt, ich plötzlich gesehen, du hast irgendwie feuchte Augen bekommen. Nein, also. Ja. Also der Simon umarmt, ich will ihn gratulieren. Ja. Und er hat so dran, wie da kann, hat es mich natürlich auch verwünscht. Und nein, es ist wirklich, eigentlich ist es ein schöner Moment. Mega. Das werden wir nie vergessen. Nein, das werden wir echt nicht vergessen. Das werden wir nie vergessen. Mega einmaliges Erlebnis. Ja, aber nein, es ist heavy. Wirklich überwältigend. Einfach schnell gegangen. Ich bin Fan vom Team Blau, vom Team Gelb, von allen Teams und vom Game of Switzerland. Ich bin so froh, dass ich dabei sein und noch früher bin ich, dass Sie dabei waren. Danke fürs Mitfiebern. Und ich freue mich schon wieder aufs nächste Mal. Und ich hoffe, Sie sind dann auch wieder dabei, wenn es zum sechsten Mal heisst Game of Switzerland. Ciao zusammen. Das war es schon wieder mit einem Game of Switzerland. Wenn es dir gefallen hat, gib uns einen Daumen hoch. Übrigens ist das nicht die einzige Sendung auf SRF, wo es um Challenges geht. Bei SRF Kids Next Level kämpfen 3 Schulklassen um den Sieg. Vergiss jetzt nicht, unseren Kanal zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren und wenn du noch mehr sehen willst, geh auf Play SRF. Game of Switzerland wurde Ihnen präsentiert von Mido und der Multi4 TV Big Date.